Ja, moin und vielen Dank. Ich schaue mal, ob es geht, sonst gebe ich an den Staatssekretär weiter. Wir haben eine Steuerschätzung, die deutlich macht, dass die Krisenjahre ihre Spuren hinterlassen, dass wir ein Wirtschaftswachstum haben, was nicht stark genug ist, um die Steuererwartungen, die wir hatten, zu erfüllen. Sie wissen, dass wir mit der Mai-Steuerschätzung für das Land für die Jahre 23 bis 27 schon ein erwartetes Minus von 2,8 Milliarden Euro hatten. Da kommen jetzt noch einmal 200 Millionen dazu. Und für die Kommunen hatten wir ein erwartetes Minus für diesen Zeitraum von 460 Millionen Euro. Da kommen noch einmal 220 dazu. Das zeigt, alle öffentlichen Haushalte stehen massiv unter Druck. Es wird auf allen Ebenen immer schwieriger, Einnahmen und Ausgaben in Übereinklang zu bringen. Und während ich bisher immer gesagt habe, wir müssen jeden Euro zweimal umdrehen, bevor wir ihn ausgeben können, bin ich inzwischen bei mindestens dreimal umdrehen, bevor wir ihn ausgeben können. Die Schwierigkeit bei der Interpretation der Zahlen, bei der Einwertung der Zahlen zur Steuerschätzung ist, dass die Dinge schwer miteinander vergleichbar sind. Das liegt daran, dass zum einen Steuerrechtsänderungen am Anfang Aufstellung Haushalts nicht Teil der Steuerschätzung waren, weil sie noch nicht rechtskräftig waren, jetzt aber Teil der Steuerschätzung sind. Es liegt aber auch daran, dass der Bund zu meinem großen Leid Zuschüsse, die er uns zweckgebunden zahlt, über die Umsatzsteuer zahlt. Das heißt, in dem Jahr 23 bekommen wir rund 200 Millionen Euro zweckgebunden für den öffentlichen Gesundheitsdienst, für die Kindertagesstätten, für Flucht und Migration. Und dieses Geld ist jetzt mit der Steuerschätzung Teil der Steuereinnahmen. Damit wird natürlich der Eindruck erweckt, dass es den Ländern deutlich besser geht als dem Bund, weil Steuern aus der Umsatzsteuer Bund in die Umsatzsteuer der Länder wandern, ohne dass die Länder damit einen größeren Spielraum haben, weil alles auf Bundesgesetzgebung oder bei Flucht und Migration von der Bundespolitik abhängt und in der Ausgabe fixiert ist. Wir haben deshalb für Sie mit der Medieninformation einmal die Rechnung in der Vergleichbarkeit gemacht, wo wir eigentlich wirklich stehen. Wir haben gesagt, womit haben wir an Einnahme aus Steuern, Steuerrechtsänderungen und den Mehreinnahmen des Bundes gerechnet. Das waren für dieses Jahr 12,78 Milliarden Euro. Und wo stehen wir nach der Steuerschätzung? Das sind 12,48 Milliarden Euro, sodass uns in diesem Jahr im Vergleich zur Aufstellung des Haushaltes rund 300 Millionen fehlen nach dieser Steuerschätzung. Und für das Jahr 24 in der Vergleichbarkeit hatten wir bisher in den Eckwerten mit Einnahmen von 13,38 Milliarden gerechnet. Jetzt sind es nur noch 12,99 Milliarden, sodass uns knapp 400 Millionen für das nächste Jahr fehlen im Vergleich zu den Eckwerten. Und auch für die Kommunen haben wir Ihnen diese Werte aufgeschrieben. Wenn wir es einmal politisch einwerten, dann zeigt sich, dass die Taktung der Krisen immer enger wird, die Herausforderung wird immer größer, der Druck auf den Haushalt steigt. Es ist gut, dass gestern bei der Flüchtlingsfinanzierung der Durchbruch gelungen ist, sodass wir mehr Einnahmen vom Bund erwarten, auch für das nächste Jahr. So habe ich das verstanden. Wir müssen uns das jetzt alles genau anschauen. Das ist deshalb so wichtig, weil wir ja auch steigende Kosten im Bereich der Migration haben. Sie wissen, dass wir uns mit den Kommunen verständigt haben, mehr Plätze in den Unterkünften zu schaffen. All dieses kostet Geld und dafür ist es so notwendig, dass der Bund jetzt erhöhte Zuschüsse zugesagt hat.
Der nächste Schritt für den Haushalt 24 steht jetzt bevor, erneute Kabinettsberatung, und dann werden wir Anfang Dezember über den Haushalt 24 im Kabinett beraten und beschließen. Es bleibt dabei, es sind keine einfachen Entscheidungen, die dort getroffen werden, aber wir brauchen für 24 einen verfassungskonformen Haushalt. Das werden wir hinbekommen. Sie wissen, dass wir in den letzten Jahren, wo wir am Jahresende ja in Teilen mehr Steuereinnahmen hatten als geplant und auch weniger Ausgaben als geplant, dass wir Sondervermögen und Rücklagen aufgebaut haben. Und all dieses kann jetzt Teil der Lösung sein. Aber die Steuerschätzung vereinfacht das Geschäft nicht, sondern erschwert es. Ich habe, also wir können gerne noch mal einen Blick auf die Zahlen. Ich bin eigentlich sonst so weit, also vielleicht stellen Sie einfach noch Fragen. Wir haben ja die Medieninformationen und hinten die Zahlen. Oliver, komm doch zu mir. Hat mir die Stimme verschlagen. Dann kommen wir zu den Fragen. Also meine Steuerschätzung bei der Energie waren 466 Millionen für 24, das ist doch jetzt noch mal 71 dazu, das heißt rund 500 Millionen müssen Sie irgendwo wegkürzen. Wir hatten schon mit der Mai-Steuerschätzung ja gesagt, dass wir Steuervorsorge getroffen haben. Deshalb noch einmal für dieses Jahr, Sie müssen die drei Komponenten sehen, die wir bei der Aufstellung des Haushaltes 23 hatten und die Grundlage waren für die Eckwerte 24. Und das ist immer die Zahl der Steuerschätzung, die globale Mehreinnahme für die Bundeszuschüsse und die globalen Minderausgaben für die Steuerrechtsänderung. Diese drei Zahlen zusammengerechnet, wenn Sie die vergleichen mit der Oktobersteuerschätzung, haben Sie einen relativ klaren Vergleich. Und danach haben wir in diesem Jahr 300 Millionen weniger als mit dem Haushaltssoll aufgestellt und im nächsten Jahr rund 400 Millionen weniger als mit den Eckwerten geplant. Genau. Nur den Eckwertevergleich kann man machen. Genau, wir vergleichen die Eckwerte und müssen dabei berücksichtigen, dass wir Steuermehreinnahmen und Steuermindereinnahmen mit schon berücksichtigt haben. So. Jetzt vergleichen wir im Grunde dann, was über die Steuerschätzung kommt, und haben damit 300 Millionen weniger in 23. Das Loch 24 setzt sich aus unterschiedlichen Komponenten zusammen. Heute geht es um die Veränderung der Eckwerte in der Einnahmeerwartung Steuern. Und wenn Sie die Eckwerte aus dem Frühjahr für das Jahr 24 nehmen, dann hatten wir dort mit 400 Millionen mehr Einnahmen geplant, als wir jetzt nach Steuerschätzung haben. Sie wissen, dass wir schon mit den Eckwerten einen offenen Handlungsbedarf hatten, der war ja auch ausgewiesen mit den Eckwerten für das Jahr 24, der war bei 370 Millionen. Jetzt haben wir noch einmal 400 Millionen weniger als mit den Eckwerten geplant, und das ist die Herausforderung, mit der wir uns beschäftigen. Heute geht es um die Steuerschätzung und nicht um den Haushalt 24. Mit dem Haushalt 24 beschäftigt sich das Kabinett und wird im Dezember Entscheidungen treffen. Gibt es weitere Fragen? Konjunkturausgleich ist Konjunkturausgleichskonto, das ist ja eine konjunkturelle Welt. Wie weit wird Sie das belasten?
Wir haben im nächsten Jahr, Nadine, trag doch bitte selbst die Zahlen vor, das ist einfach. Genau, wir haben ja aus der Herbstprojektion die aktualisierten Daten bekommen für die Produktionslücke und dann zur Berechnung der Konjunkturkomponente liegen die neuen Daten vor und wir gehen davon aus, dass wir rund 120 Millionen Euro konjunkturelle Kreditaufnahme für 2024 hinzubekommen. Zu den bisherigen 50, die schon geplant waren. So, dass das denn. Das heißt, dann müssen nur 200 Millionen gespart werden? Wir dürfen 122 Millionen mehr an Schulden machen als bisher geplant. Dann müssen Sie immer noch berücksichtigen, dass ein Teil der Steuermindereinnahmen von den Kommunen getragen wird oder über den kommunalen Finanzausgleich. Das heißt, wir haben unterschiedliche Bewegungen. Deshalb sagte ich auch heute erst einmal Steuerschätzung. Wir haben die Steuerschätzung, die Konjunkturkomponente, wir haben den kommunalen Finanzausgleich, also verschiedene Dinge, die da nebeneinander laufen. Wir haben die Bundeszuschüsse, Asyl, wo wir in diesem Jahr noch einmal 30 Millionen mehr bekommen haben, die jetzt Teil der Steuerschätzung sind, die wir aber gleich an die Kommunen weiterleiten. Das heißt, das, was früher, wenn ich das so sagen darf, einmal Standard war, Sie hatten eine Steuerschätzung und wussten im Grunde, wo Sie stehen. Das ist heute nicht mehr so, weil wir sehr viele unterschiedliche Komponenten haben, die ineinander fließen. Und Sie sehen auch, das haben wir Ihnen auf Seite 3 der Pressemitteilung aufgeschrieben, dass noch weitere Steuerrechtsänderungen auf uns zukommen, die noch nicht Teil der Steuerschätzung sind. Das ist das Wachstumschancengesetz, was inzwischen auch die Rücknahme der reduzierten Mehrwertsteuer Gas enthält, sodass es fürs nächste Jahr eher keine Wirkung hat, aber im übernächsten Jahr ein größeres Minus bringt. Wir haben noch das Zukunftsfinanzierungsgesetz und der Bundesfinanzminister hat noch eine weitere Erhöhung der Freibeträge geplant, sodass wir aus Steuerrechtsänderungen, die noch nicht beschlossen sind und noch nicht Teil der Steuerschätzung sind, ein weiteres Minus erwarten, rund 23 Millionen fürs nächste Jahr und 128 für 2025 und folgende. Das heißt, auch dafür muss Vorsorge getroffen werden und daran sieht man, wie die Steuerrechtsänderung tatsächlich die Einnahmesituation des Landes beeinflussen. All dieses wird jetzt nebeneinander gelegt, gemeinsam betrachtet, um dann eine Lösung für den Haushalt 2024 zu finden. Der Handlungsbedarf war bei 370 Millionen für das Jahr 2024. Jetzt sind noch einmal 400 Millionen dazugekommen. Von diesen 400 Millionen können rund 120 Millionen durch Neuverschuldung abgearbeitet werden, wenn man das so sagen darf. Ein Teil des Minus tragen die Kommunen. Da sage ich Ihnen gleich noch etwas zu. Das ist ungefähr sozusagen die Größenordnung, über die wir sprechen. Wenn Sie sich anschauen in der Anlage das Ergebnis für die Kommunen, dann sehen Sie fürs Jahr 2024, dass der kommunale Finanzausgleich nochmal um 32 Millionen abgesenkt wird. Das ist sozusagen für die Gegenrechnung wichtig. Und Sie sehen vor allem, und daran sieht man auch, wie schwierig es ist, die Dinge noch einzuordnen. Wenn Sie sich das Jahr 2023 anschauen, dann sehen Sie, dass das Minus beim kommunalen Finanzausgleich bei 38 Millionen ist. Obwohl, wenn Sie die Tabelle Land nehmen, das Minus fürs Land nur bei minus 12 ist. Das ist auf den ersten Blick völlig unsystematisch, weil die Kommunen normalerweise 18%
unseres Steuerminus mittragen. Wir haben hier aber die Situation, dass die Steuerschätzung bereinigt werden muss um die ganzen zweckgebundenen Zuschüsse. Weil von den zweckgebundenen Zuschüssen bekommen natürlich die Kommunen nicht ihre 18%, weil das ist ja Geld für Kindertagesstätten, öffentlichen Gesundheitsdienst und Flucht und Migration, was sowieso in großen Teilen in die gemeinsame Verantwortung Land und Kommunen schon geflossen ist. Das heißt, sie ziehen sozusagen die Bundeszuschüsse von der Steuerschätzung ab. Dann haben sie ein echtes Ergebnis, was hoch im Minus ist, und daran wiederum werden die Kommunen beteiligt. Und deshalb können Sie aber an den Zahlen sehen, dass Teil der Lösung natürlich ist, wenn die Steuereinnahmen des Landes sinken, dass Teile davon über den kommunalen Finanzausgleich verrechnet werden, Teile gehen in die Netto-Neuverschuldung und andere Teile müssen durch zusätzliche Konsolidierungsmaßnahmen erbracht werden. All dieses werden wir mit dem Haushaltsentwurf berücksichtigen, darüber im Kabinett beraten und Ihnen dann Mitte Dezember die Lösung vorstellen. Genau, ich habe noch eine Frage zu den Rücklagen. Wenn man alles zusammenzieht, ist das mehr als 2 Milliarden und mehr als 1 Milliarde? Ja, wir haben allein in Impuls, ich habe jetzt die Zahlen nicht genau dabei, aber allein in Impuls eine gute Milliarde. Wir haben im Versorgungsfonds viel Geld, also wenn Sie das als Rücklage alles betrachten, wir haben als Rücklage im Tierseuchenfonds alles Mögliche haben wir. Das heißt, wir haben relativ hohe Rücklagen. Das ist teilweise ist auch eine Rücklage fürs Sabbatjahr, also es sind auch Rücklagen, die überhaupt nicht disponibel sind. Das Land hat viele Rücklagen, aber die Rücklagen sind ja Rücklagen, weil sie für Zwecke vorgesehen waren, ob für Infrastruktur, für Personalkosten, Stichwort Sabbatjahr. Wir haben Versorgungsfonds, alles Mögliche, aber wir müssen uns natürlich anschauen, wenn die Haushaltssituation so eng ist, wie sie jetzt ist, wie gehen wir damit um und was können wir auch an Vorsorge, die in den letzten Jahren getroffen wurde, jetzt nutzen, um zu einer Lösung zu kommen. Unabhängig davon sind es herausfordernde Zeiten, in denen es für die eine oder andere Zuschussempfängerin nicht das geben wird, was erwartet wird. Sie wissen, ich bin, habe ja auch die Ehre, im Vorstand der Tarifgemeinschaft der Länder zu sein. Auch dieses sind sehr ernsthafte und sehr harte Verhandlungen, weil natürlich beide Seiten ihre Berechtigung haben in dem, was sie sagen. Die Länder, die sagen, wir haben einen dramatischen Druck auf den Haushalt, der ist durch die Steuerschätzung nicht besser geworden. Die Beschäftigten, die Gewerkschaften, die zu Recht sagen, angesichts der hohen Kosten, Inflationsbetrieben brauchen wir einen guten Ausgleich. Insofern würde auch dieses Tarifergebnis im Haushalt dann ja abgebildet werden müssen. Und auch dafür haben wir aber ja in Teilen Vorsorge getroffen. Wie Sie wissen, wir hatten ja in diesem Jahr schon 80 Millionen Vorsorge getroffen für Wirkungen, die es möglicherweise in diesem Jahr aus dem Tarifergebnis noch gibt, und hatten ja mit der Haushaltssperre weitere 50 Millionen für den Personalbereich zurückgelegt. Das heißt, wir haben verschiedene Punkte, wo wir auch Vorsorgen getroffen haben. All dieses muss jetzt zusammengebaut werden und ein Puzzleteil nach dem anderen kommt dazu. Jetzt haben wir die Steuerschätzung, dann kommen die Tarifverhandlungen, dann sehen wir weiter. Und ganz kurz, ich habe Ihnen schon mit Ihnen angesprochen.